Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. So, und damit wären wir wieder mal bei Final Fantasy 7 Mashup. Wir haben ja Shinra Memorial. Dort lang. Dann würde ich doch sagen, gehen wir mal da lang. Kommen wir eh nicht weiter. Oder? Nö, nö, nö. Kommen wir nicht weiter. Ist aber auch egal. Da würde man eh nur wieder runterkommen. Was sind dies? Nett. Bitte nicht irritiert sein, warum wir hier jetzt auf der 60. sind und gerade eben waren wir auch schon auf der 60. Zumindest im Original. Die Sortierung ist ein bisschen anders. Aber macht euch nichts draus. Ignoriert es einfach. Boah, hässliche Fratze. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Makostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. So. Also, wir haben ja einen Ausstellungsbereich. Ist mal was ganz Neues. War beim Original nicht so. Aber ich finde das ganz cool. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Hier ist eine goldene Knarre. Eigentlich ganz interessant hier. Schade, dass man nicht zoomen kann. Das wäre noch extrem cool. Ich denke mal, wird hier auch einiges, sag ich mal, schon im Vorfeld gespoilert bekommen, was die vielleicht noch vorhaben mit den ganzen Spielen. Was in die Richtung das Ganze gehen soll. Aber da bin ich gerade raus. Da habe ich jetzt leider zu lange schon wieder Pause gemacht. Liebe Gäste, wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Ja, bis jetzt war noch nicht viel los. Sie haben eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Doch, in einem vernünftigen Museum. Was soll man die scheiß Tür auf? Oh. Hi, Digger. Reeves? Palmer, genau. Und es geht spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt!
Boah, der sieht schon böse aus, ey. So jemand würde ich meine Kinder anvertrauen. Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Ich hoffe, bei euch ist der Ton besser. Bei mir ist es immer irgendwie auf dem halben Ohr weg. Aber das finde ich halt schon extrem cool, ne? Dass die Entwickler einfach mal so eine Art kleine Galerie hier gebaut haben. Um die ganzen Modelle nochmal vorzustellen. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ah ja. Ist ein bisschen kurz gerade, oder? Wie bitte, was soll ich tun? Das hier lesen? Aber lass doch mal sehen. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Weltraumforschung, der ich voranstehe, nutzte hochleistungsfähige Raketenantriebe aus der Waffenentwicklung, um das weite All und seine Ressourcen zu erobern. Jetzt, wo wir das Mako haben, liegen die Weltraumprojekte auf Eis. Was ich bedauerlich finde. Das ist echt scheiße. Mal abgesehen davon, dass ich Shinra natürlich trotzdem nichts abgewinnen kann, ist es auch irgendwo dämlich, sich einfach nur auf irgendwas auszuruhen und zu sagen, ja komm, wir haben jetzt halt eine, warum sollen wir uns noch Mühe geben, ne? Weil das auch ein bisschen falsch klingt. Jetzt mal so, Weltraumforschung ist halt schon wichtig. Ich meine, man will ja schon mal ein bisschen mehr erfahren, vielleicht mal seinen Horizont erweitern, ne? Einfach nur zu sagen, hey, wir bleiben jetzt hier stehen, ne? Denn wir haben jetzt zum Beispiel Atomkraftwerk und das ist gut so. Ist nicht unbedingt das Beste. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Momentan ruht sie allerdings und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte. Unsympathisches Demos scheiß Arschloch, ey. Das ist ein Soldat. Noch mehr Fußvolk. Die Ausstellung über die Sicherheitsbehörde wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Schade. Da hat man sich ein bisschen Text einsprechen gespart. Und jetzt kommt mein Highlight. Willkommen im Shinra-Gebäude. Die Abteilung für Stadtplanung kümmert sich um den Bau und die Instandhaltung der kompletten Infrastruktur von Midgar. Von den Mako-Reaktoren über die Platte und ihre Pfeiler bis zu den Wohngebieten und dem Verkehrsnetz. Aktuell wird die Konstruktion von Schnellstraßen vorangetrieben. Wir hoffen, dass Ihre Fertigstellung dazu beitragen wird, das Leben unserer Bürger noch komfortabler zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie Shinra unterstützen. Das hat mich beim ersten Mal sehen total geflasht, weil das erinnert mich an den Ballamgarten von Final Fantasy 8. Aber das hier soll Neo Midgar werden. Das soll die neue Stadt werden. Mal kleiner Spoiler, aber man hat es auch zwischendurch mal erwähnt, glaube ich. Und wenn nicht, dann bist du es jetzt von mir zuerst. Aus allererster Quelle. Man strebt eine neue Stadt an. Neo Midgar. Eine Weiterentwicklung. Und ja, nicht so ein Drecksloch wie hier. Jedoch das Ganze wirklich verdächtig nach Final Fantasy 8 aus. Und da fliegen auch irgendwelche Zeppeline oder sowas. Das könnte man, oder so Flugschiffe, sage ich mal, ist auch bei Final Fantasy, könnte man jetzt auf Final Fantasy 9 schließen zum Beispiel. Da waren Flugschiffe, sage ich mal, der typische Alltag. Aber ich finde das Design total krass geil.
Gefällt mir extrem. Ob wir das jemals zu sehen bekommen werden? Wer weiß, wer weiß. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Nein. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. Könntest du bitte einmal die scheiß Tür aufmachen? Hallo? Wo bleibt ihr, Leute? Hm. Oh. Ja. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Marco Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Yay. Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los. Ich freue mich total. Oh. Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Marco fördern. Marco ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Marco-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Marco hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Das kann ich verstehen. Oh, ein echt trinkendes Modell von der Stadt Midgar. Mit vielen kaputten Stellen. Midgar, geboren aus Marco-Energie, die der Welt entzogen wird. Okay. Ah. Ja, da fehlt auf jeden Fall was. Zufällige Kämpfe? Boah, aber der Sound so dann fast versteht. Mal ab hier. Okay, alles raus. Zufällige Kämpfe aus, weil das habe ich gerade keinen Bock drauf. Ich glaube, ja, ich werde jetzt wahrscheinlich mal Stück für Stück da reinmachen.
Okay, und jetzt muss ich wieder die ganzen Boxen absuchen, um zu schauen, welche jetzt die nächste ist. Die ist die nächste, okay. Ja, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Versuch das mal etwas schneller hinzukommen. Boah, ja, leck mich doch an. Ach, die Steuerung. Squaresoft damals gedacht hat, dass eine lustige Mission, denn ja, keine Ahnung, den gehört der Hintergrund. Deswegen ist halt nicht mal alles Gold, was glänzt, ne? Oh, abgeschlossen. Dann ist es die Truhe. Ja. Mal schaut sich das nochmal an. Da hinten, hinter den Lampen, sage ich jetzt mal, hinter diesen Scheinwerfern, da ist die Stadt. Und der Mittelpunkt natürlich Shinra. Und das hier außen ist einfach nur Brachland. Das gehört irgendwie mit zur Stadt, aber irgendwie auch nicht. Das sind halt, glaube ich, nur Schnellstraßen, die theoretisch zumindest rausführen, aber auch irgendwie da nicht. Und natürlich halt Industrie. Mehr ist das nicht. Ja, und der Rest der Welt wird halt vergessen. Ich hoffe, ich kann euch beim Ende noch zeigen, via, sag ich mal, alten Final Fantasy 7, wie scheiße die Welt um Midgar aussieht. Aber nicht insgesamt, sondern nur um Midgar, direkt drumherum. Und ich glaube, von hier kam ich. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Yay. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen, wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Die visuelle Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Cosmo-Theater. Dann schauen wir uns das doch mal an. Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Ha! Da hat sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Marco kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Marco zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns, er redet mit uns und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen. In das verheißene Land.
wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte, und entwickelte Methoden, Mako als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Mako-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Was zum Teufel? So sieht dann wohl die Realität aus. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder? Ich glaube nicht dran. Puh. Das war mal eine andere Vorstellung. Herzlichen Glückwunsch! Hiermit sind Sie ein zertifizierter Shinra-Kenner. Bitte teilen Sie Ihre Begeisterung über unseren Konzern mit jedem, den Sie treffen. Nein. Begeben Sie sich nun in den Hort unseres Wissens auf der 62. Etage. Dort erwartet Sie unsere umfangreiche Bibliothek. Was soll das? Ich habe euch bereits erwartet, Mitglieder von Avalanche. Gestatten. Mein Name ist Hart. Hi, Hart. Der Bürgermeister hat mir aufgetragen, euch hier zu empfangen. Der Bürgermeister? Dieser jämmerliche Shinra-Schoß und Domino? Ja, den ehrenwerten Herrn Domino, Bürgermeister der weltweit führenden Mako-Stadt Midgar. Wir haben in der visuellen Ausstellung einen besonderen Systemfehler registriert. Und befürchteten, dass ihr in Schwierigkeiten stecken könntet. Was will der Bürgermeister von uns? Das erzählt er euch am besten selbst. Wir sollen ihm wohl folgen. Das Archiv. Oh?
Eine Bibliothek? Hm? Und hier soll der Bürgermeister rumlungern? Hm.